dann darf ich Sie gleich zu mir bitten und an dieser Stelle Ihnen allen nochmal einen schönen guten Morgen. Und ich darf Ihnen sagen, das Unwort des Jahres und zwei weitere darf ich gleich zu mir hochbitten, die, glaube ich, unter diese Kategorie fallen. Das Unwort des Jahres 2016 lautet, haben Sie eine Idee? Das Unwort des Jahres 2016? Ich gebe Ihnen mal einen Tipp, 2014 war es Lügenpresse, 2015 war es Gutmensch. Ja. Und jetzt? Ich weiß Sie es zählen nicht. Auch dazu? Au. Volksverräter. So. Oh Gott. In diesem Sinne auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Na, das kann ja ein fröhliches Jahr werden. Und eine spannende Diskussion. Zu uns darf ich bitten Professor Dr. Heribert Hirte, Mitglied des Deutschen Bundestages CDU/CSU, für Sie ein Heimspiel. Herzlich willkommen. Außerdem, wenn Sie den zweitbesten Sender des Landes ab und zu verfolgen, dann werden Sie um ihn nicht herumgekommen sein. Rolf-Dieter Krause, Journalist, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und Richard Kühnel, Vertreter. Der Beste? Das weiß ich nicht. Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, auch Ihnen herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir wollen darüber sprechen, woran es hakt, was besser werden muss, ob Reformen möglich sind und wie man die Menschen wieder von Europa überzeugen kann und warum das auch dringend notwendig ist, haben Sie gerade gesagt, aber die Wege dahin sind ja die, die nicht ganz so einfach sind. Da Sie ja schon 20, 25 Minuten hatten, würde ich Sie nochmal um Ihre Einschätzung und Einordnung wissen. Wie beurteilen Sie die Entwicklung aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen, die Sie ja auch in Brüssel, aber auch in Ihren Wahlkreisen gesammelt haben? Wie beurteilen Sie die Situation Europas im Moment? Fangen wir vielleicht bei Ihnen an. Zu Beginn 2016 habe ich irgendwo mal geschrieben, das wird kein Jahr der schwachen Nerven. Und es ist noch schlimmer gekommen, als es befürchtet worden ist. 2016 war sicherlich ein Jahr, wo schief gegangen ist, was schief gehen konnte. Jetzt mein Gefühl ist, ich bin kein Rheinländer, aber ich teile auch einen vorsichtigen Optimismus von Alexander Lambsdorff. Wir haben, glaube ich, also mehr Lektionen, als wir 2016 erteilt bekommen haben, können wir gar nicht bekommen. Wann, wenn nicht jetzt, beginnen wir Lehren daraus zu ziehen? Und mein Gefühl ist, dass sich etwas breit macht, was ich eine Trendwende zur Besonnenheit nennen möchte. Mein Gefühl ist, auch auf der Spitzenebene bei europäischen Räten wächst die Bereitschaft, die Dinge gemeinsam anzupacken. Wir hatten unmittelbar nach dem Brexit-Votum noch eine sehr schwierige Diskussion innerhalb der 27. Dann gab es diese Bratislava-Runde mit einem Prozess, der schwach begonnen hat. Ich meine, in Wahrheit damals in der ersten Phase wusste man gar nicht, woran sollen wir uns jetzt orientieren, was sind die Anknüpfungspunkte. Mittlerweile entsteht da etwas. Es entsteht eine gemeinsame Agenda und der letzte europäische Gipfel im Dezember hat auch, glaube ich, schon einige klare Vorgaben gebracht im Bereich Sicherheit, im Bereich Migration, im Bereich auch Jugendarbeitslosigkeit. Da entsteht etwas. Also auf der Spitzenebene der Politik, glaube ich, wächst die Einstellung, dass man sagt, wir müssen die Dinge gemeinsam anpacken. Ganz vorsichtig mit allen Caveats, auf die wir sicherlich kommen werden. In der Bevölkerung ist es natürlich schwierig, weil wir haben jetzt 8 Krisenjahre hinter uns und dieses Vertrauensthema, das auch angesprochen worden ist, das kann man nicht, also Vertrauen geht rascher verloren, als es wiederhergestellt wird. Wir können nicht von heute auf morgen glauben, jetzt gehen die Arbeitslosenzahlen langsam zurück, die Wirtschaft beginnt zu wachsen, Budgetdefizite gehen Gott sei Dank auch zurück und jetzt kommt irgendwie das Vertrauen zurück. Das ist ein Prozess, den man sich erarbeiten muss. Da sind wir in einem gemeinsamen Boot, die europäischen Institutionen mit den nationalen Regierungen und allen anderen, dieses Vertrauen wieder langsam zurückzuholen. Das wird brauchen. Meine Hoffnung ist, dass wir bei den Wahlen, die jetzt im Jahr 2017 anstehen werden, besser abschneiden. Mit wir meine ich jetzt ein bisschen sozusagen das proeuropäische, für eine offene Gesellschaft ausgerichtete europäische Zentrum. Wenn das der Fall ist, dann glaube ich, beginnt auch in Europa wieder ein Prozess des Zueinanderfindens.
Und wir haben als Kommission versucht, eine konkrete Arbeitsagenda vorzugeben. Es war im Sommer die Diskussion, das hatten wir auch in Brüssel geführt, auch in Berlin und an anderen Orten, wie geht es weiter? Und da gab es einige relativ radikale Vorstellungen, wir müssen alles auf den Prüfstand stellen, zurück auf Null, wir beginnen irgendwie alles neu aufzubauen. Gott sei Dank, glaube ich, hat sich durchgesetzt eine Einstellung, die sagt, nein, wir müssen uns aus dieser multiplen Krise, die beschrieben worden ist, herausarbeiten. Mit konkreten Aktivitäten, mit konkreter Politik herausarbeiten. Und das ist die Agenda, die wir vorgeben. Das ist in der Umsetzung alles andere als perfekt, was etwa die Flüchtlingsthematik betrifft, was auch die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich betrifft, wo auch die Kooperation im Ansatz besser wird, aber eben, wie wir sehen, noch immer nicht so gut ist, wie sie sein sollte. Auch im Bereich Jugendarbeitslosigkeit, wo natürlich jetzt wir nach wie vor in einigen Ländern extrem hohe Werte haben, aber immerhin 1,4 Millionen junge Menschen haben in den letzten 2 Jahren Arbeit gefunden. Also es gibt Bewegung in die richtige Richtung und auf dem Trend, glaube ich, setzen wir 2017 fort. Herr Krause, ich überspringe Sie nur ganz kurz, weil wir erst noch den dritten Politiker hören wollen, bevor wir dann den Journalisten befragen. Ihre Einschätzung zu Europa? Ja, zunächst mal, ich glaube, das ist in Ihrer Bemerkung mit dem Volksverräter eben indirekt angesprochen worden. Was wir brauchen, ist eine sozusagen breite Einigung der bürgerlichen Mittelschicht zu sagen, dass Europa gut ist und gut ist für uns alle. Und das ist das, was wir erleben, was wir auch als Politiker überall erleben. Wir sehen an den Rändern, gibt es die Kritik, die Kritik wird laut, die wird im Internet, in Social Media geäußert. Und viele sind zufrieden mit der Situation, die wir haben. Wir haben in Deutschland zumindest die geringste Arbeitslosigkeit, wir haben starkes Wirtschaftswachstum. Diese Dinge werden nicht in der Weise verbreitet und sie sind nicht in der öffentlichen Diskussion so präsent, wie sie lange Zeit waren. Und ich frage deshalb bei Gremien, bei Veranstaltungen wie diesen immer wieder, wer von Ihnen ist denn bei Facebook präsent und wer ist bei Twitter präsent? Und dann wird gesagt, so etwas mache ich nicht. Aber die Journalisten machen es. Ich mache es auch. Und das ist dann ein Dialog, der findet am Rand statt. Und wir haben uns selbst, ich selbst habe auch ganz persönlich gesagt, ich mache das deshalb, um ein Gegengewicht zu setzen und auch manchmal auch ganz bewusst gegen diese eine neue Partei zu sagen, da gibt es Gegenstimmen, die das nicht so sehen. Und ich glaube, das ist eine gemeinschaftliche Verantwortung von uns allen, hier laut auch gegenzuhalten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der hängt damit ein bisschen zusammen, wohin geht Europa? Was wir erlebt haben, und wir haben das auch erlebt mit der Wahl von Trump in den USA, wir haben es auch erlebt mit dem Brexit, ist, dass wir haben es mit der Flüchtlingskrise erlebt, wir haben eine wir haben Handlungsoptionen gesehen, die bei den Beteiligten, bei den Wählern durch diese Social Media aufkommen, dass also sehr schnell sich Meinungen drehen, dass die Meinungen beeinflusst werden. Die Politik und erst recht die europäische Politik kann aber in dieser Geschwindigkeit nicht handeln. Der Bürger erwartet aber von uns Handlung, Reaktionen binnen Minuten. Dann, wenn Flüchtlinge ihrerseits Flüchtlingsströme, um genau dieses Beispiel zu nehmen, binnen Minuten ändern können. Wenn sich etwa herumspricht, welches Verwaltungsgericht in Deutschland eher tolerant ist als ein anderes. Das ist binnen Minuten in den sozialen Netzwerken präsent. Die Verwaltungsgerichte, das sind ja Halbbeamte, wenn ich das jetzt hier so sagen darf, können aber nicht in der gleichen Weise reagieren. Die Reaktionsfähigkeit der Politik muss sich ändern. Und dann sind wir bei der Frage auch der europäischen Institutionen. Wir brauchen an manchen Stellen unter Umständen schnellere Reaktion. Das Parlament wird dann unter Umständen nicht in der gleichen Weise einzubinden sein. Das gilt im Übrigen auch für uns. Die Leute wollen eine Reaktion. Wie man das politisch, auch staatsrechtlich, verfassungsrechtlich ausgestaltet, ganz schwierige Diskussion. Und vielleicht der dritte Punkt, wenn wir fragen, wie sollen wir reagieren, was ich als Abgeordneter sehe, sind Verbesserungsmöglichkeiten bei der Koordination der verschiedenen Ebenen. Wir reden mit der Vertretung der Europäischen Kommission, wir reden mit der Kommission, wir reden mit den Kollegen vom Europäischen Parlament. Was wir sehen, ist, dass wir uns gelegentlich sehen. Viele wissen, auch im journalistischen Bereich, gar nicht, wie unglaublich viel wir im Parlament, ich bin im EU-Ausschuss, ich bin im Unterausschuss Europarecht, wir Europarecht faktisch im Bundestag machen, was nicht über das Europäische Parlament, sondern über den Ministerrat eingebunden wird. Dass das ein zweiter Wirkungsmechanismus ist, bei TTIP haben wir das ja sehr deutlich gesehen, ist vielen nicht klar. Aber die Abstimmung über die Inhalte, die findet bei weitem nicht in der Weise statt, und zwar sowohl in der Abstimmung Europaparlament-Bundestag als auch in der Abstimmung aller nationalen Parlamente, wie sie abstimmen könnte und wie sie stattfinden könnte und stattfinden sollte.
Über die Institution sprechen wir auch noch hinten raus bei der Diskussion, die eine gute Stunde laufen wird. Wenn Sie die Flüchtlingsströme, das ist heute nicht unser Thema, ansprechen, dass Sie da auf eine Minute zur anderen reagieren müssen, würde ich Ihnen jetzt als Journalist, das würde jetzt aber zu lange dauern, um das auszudiskutieren, auch sagen, mit ein bisschen mehr Weitblick hätte man auch damit rechnen können, was auf Europa zukommt. Das ist nicht über Nacht über uns hinweggefallen. Das ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich Ihnen keine Möglichkeit gebe, mir zu widersprechen. Das werden wir hinterher tun. Okay, das kommt auch gleich noch. Aber das habe ich mir schon gedacht. Herr Krause, wir haben jetzt aber auch schon gehört, die Ränder werden stärker. Ob es nur noch Ränder sind oder wie breit dieser Rand eigentlich ist, werden wir in diesem Jahr erfahren, auch in Deutschland. Wir haben verschiedenste Wahlen. Wir haben auch schon gehört, wir müssen jetzt aus den Lektionen, das haben Sie gerade gesagt, endlich auch Lehren ziehen. Haben Sie das Gefühl, Europa hat wirklich verstanden? Das war die Frage. Das ist die Frage. Nein. Also der Schuss ins Knie hat nicht gereicht. Also man spricht ja immer von Warnschüssen. Ich würde fast sagen, deswegen das Beispiel, ein Schuss ins Knie. Und da sagen Sie immer noch, Europa ist immer noch nicht aufgewacht und hat immer noch nicht verstanden. Nein, es hat nicht wirklich verstanden. Schauen Sie, das hat ja verschiedene Ebenen. Wenn Menschen enttäuscht sind von der politischen Mitte und von den Institutionen, dann hat das doch Gründe. Die Mitte hat Europa seit Jahrzehnten missbraucht. Für Polemik, für das Abschieben von Verantwortung, für unangenehme politische Entscheidungen. Wie oft habe ich, das war mal der Grund, warum ich mal nach Brüssel als Korrespondent wollte, weil ich als Landtagskorrespondent, als junger Kerl und als Bonner Korrespondent nicht nur einmal, sondern Dutzende von Male gehört habe, das schieben wir nach Europa, die müssen ja nicht gewählt werden. Oder, dass man hörte, ich würde ja gern das oder das tun, aber Brüssel lässt mich nicht. Und wenn man das recherchierte, merkte man, dann haben oft die eigenen Beamten das hinverhandelt, dass ein deutscher Minister das nicht tun konnte, was er angeblich tun wollte und was ihn in Brüssel nicht machen ließ. Das ist ja die eine Ebene. Das andere ist, Europa ist doch auch eine Geschichte gebrochener Versprechungen. Also es gibt doch keinen Deutschen, der nicht in Erinnerung hat, was mit der Einführung des Euro versprochen worden ist, was damit verbunden war. Die Sätze, wir werden nie für die Schulden anderer Länder gerade stehen müssen, die hat es doch gegeben. Gegen alle ökonomische Vernunft, aber es hat sie gegeben. Und plötzlich wachen die Leute auf und sagen, hä, und was machen wir da jetzt in Griechenland? So, und die Enttäuschung ist doch da. Und ein bisschen, es gibt auch dieses schöne deutsche Sprichwort, der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Das geht eine Weile gut und irgendwann geht es nicht mehr gut. Und das ist da. So ist man da angekommen. Europa hat dann immer wieder Sachen gewollt. Besonders gewollt haben wir Reisefreiheit, Abschaffung der Grenzen. Den Euro haben wir gewollt. Also in Deutschland nicht ganz so sehr, aber die anderen haben ihn sehr gewollt, um die Macht der Bundesbank zu brechen. Und es war klar, mit diesen Dingen sind Preise verbunden. Man kann die Binnengrenzen abschaffen, dann muss man die Außengrenzen schützen. Das war von Beginn an klar. Aber man hat das so konstruiert, dass es nicht passierte. Und genauso wusste man, eine gemeinsame Währung braucht bestimmte Bedingungen, damit sie funktionieren kann. Und wir halten uns nicht an die Bedingungen. So, und nun kommt dann das institutionelle Versagen dann noch dazu. Und auch das ist eine Summierung, ich mache damit schon gleich Schluss, aber das ist noch längst nicht alles, aber es ist eins zum anderen gekommen. Jeder einzelne Punkt wäre wahrscheinlich zu lächerlich, um darüber zu reden, aber in ihrer Gesamtheit sind diese Punkte wichtig. Die wichtigste Aufgabe, die die EU-Kommission hat, ist die des sogenannten Guardian of the Treaties, des Hüters der Verträge. Sie muss überwachen, dass das, was man in Europa vereinbart wurde, eingehalten wird. So, und davon hat sie sich verabschiedet. Nicht erst unter Juncker, der das sogar zum Programm erhebt, mit seiner sogenannten politischen Kommission, sondern das war schon vorher der Fall. So, und was passiert denn? Wie entsteht Vertrauen? Vertrauen entsteht, indem ich sage, was ich denke und tue, was ich sage. Und wenn bei einem dieser beiden Schritte ein Bruch drin ist, dann führt das zu Misstrauen. Und genau da sind wir heute. So, und deswegen mein kurzes Nein. Ist die europäische Politik so weit anzuerkennen, dass dieses die tiefer liegenden Ursachen
der heutigen europäischen Krise ist. Ich könnte auch was über Menschenrechte sagen und europäische Werte. Es war, Graf Lambsdorff hat das völlig zu Recht gesagt, was da in Ungarn und Polen ist. Aber wenn ich daran denke, wie die EVP-Fraktion die ungarische Regierung verteidigt hat im Europäischen Parlament, nur weil die Fidesz auch zu dieser Vereinigung der europäischen Christdemokraten gehört und man Parteifreunden da nicht schaden will. Jetzt mit Polen tun sie sich leichter, weil die Kaczynskis woanders sind. Das führt natürlich dazu, dass die Leute sagen, was redet ihr da eigentlich immer, europäische Werte, was passiert denn da in Ungarn? So, und da muss man noch, haben normale Menschen ein ganz gesundes Empfinden, wenn sie da sagen, da stimmt doch was nicht. Und deswegen nein. Nein. Bevor wir über den Mehrwert und wie man ihn erklärt, Werte, gebrochene Versprechen, auch die Werte, ob wir die selber überhaupt einhalten, würde ich gerne nochmal, Graf Lambsdorff, auf was Inhaltliches zu sprechen kommen. Also wir hatten gestern Professor Münkler hier zu Gast und er hat all die Probleme, die Sie genannt haben, im Grunde in einer Torte dargestellt. Also eins kommt zum anderen und es wird immer höher und es überlagert sich im Grunde. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch alles in sich zusammenfällt, wenn nicht Reformen angestoßen werden. Sie haben einige Punkte gerade genannt. Gewährleistung der inneren wie äußeren Sicherheit, Reform. Sie wollen im Grunde eine Art europäisches Sicherheitsnetzwerk etablieren, so eine Art FBI auf europäischer Ebene. Außengrenzen wirksam schützen. Europa braucht eine europäische Grenz- und Küstenwache, haben Sie gerade auch noch mal gesagt. Und Erweiterung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich könnte mir vorstellen, dass sowohl in Kommission als auch im Rat viele das eigentlich ähnlich sehen mittlerweile, weil vielleicht doch der ein oder andere mal aufgewacht ist. Wer oder was hindert Sie eigentlich daran, diese Reform doch schneller umzusetzen? Naja, ganz eindeutig, nehmen wir jetzt mal den Grenzschutz als Beispiel, die Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sind nicht bereit, in dem Fall war es Griechenland, zu sagen, also wir schaffen es nicht, unsere Außengrenze zu schützen, wir lassen uns von den Europäern helfen und gewähren Frontex dann sozusagen diese Handlungsfähigkeit aus eigener Lagebeurteilung, was ich eben auch schon gesagt habe, sondern wir bestehen darauf, dass auf unserem Territorium kein Beamter einen Schritt macht, den wir nicht vorher genehmigt haben. Und dann hake ich gleich ein. Macht es oder ergibt es überhaupt noch Sinn, dass alle gleichberechtigt sind und dass sich immer alle einig sein müssen? Nein, das ist ja ein Riesenproblem. Das Konsensprinzip ist über Jahre hinweg erkannt worden als ein Problem und ist dann graduell abgelöst worden durch das Mehrheitsprinzip. Im Rat qualifizierte Mehrheit. Wir haben in der Binnenmarktpolitik auch das im Parlament, im Rat, das funktioniert sehr gut. Und dann ist aber Folgendes passiert, und das ist ein Punkt, der in Deutschland so gut wie nicht beachtet worden ist. Dann hat die Bundeskanzlerin im Jahr 2010 in Brügge eine Rede gehalten. In Brügge, da muss ich jetzt mal Medienschelte betreiben, ist immer super, zwischen zwei Journalisten Medienschelte zu betreiben, aber die deutschen Journalisten sind nicht mit nach Brügge gefahren, weil das ist ja irgendwie Ausland. Die Financial Times hat der Rede der Bundeskanzlerin dort eine komplette Seite gewidmet. Ich weiß es nicht. So. Aber was ist da verkündet worden? Die Bundeskanzlerin hat gesagt, wir müssen neben die Gemeinschaftsmethode, in der das Mehrheitsprinzip graduell ausgeweitet wird, eine völlig andere Methode stellen, nämlich praktisch einen permanenten Kongress der Mitgliedstaaten. Und da haben Sie immer das Konsensprinzip. Die Mitgliedstaaten, wenn sie sich auf der Staats- und Regierungschefsebene treffen, entscheiden immer alles im Konsens. So, das heißt, was passiert ist, dass die sogenannte von Frau Merkel als Unionsmethode bezeichnete neue europäische Methode quasi die Handlungsfähigkeit seit sechs Jahren, ganz konkret, wieder gelähmt hat. Und dann, wenn Professor Hirte hier sagt, naja, da müssen wir die Parlamente halt so ein bisschen auf die Seite schieben, ja, genau das schwebt dieser deutschen Europapolitik vor. Ist übrigens eine Herangehensweise, die hätte Helmut Kohl nie gemacht. Ist ein Bruch mit jahrzehntelanger Tradition christdemokratischer Europapolitik gewesen. Deswegen hat es mich so gewundert, dass in Deutschland das überhaupt nicht diskutiert worden ist. Aber wir brauchen Mehrheitsentscheidungen, um handlungsfähig zu sein. Und wenn wir zurück zum Konsensprinzip gehen, mit 28, bald 27 Mitgliedstaaten, dann würde ich Rolf-Dieter Krause zustimmen. Dann ist die Antwort auf die Frage, haben wir eigentlich aus dem, was wir in der Vergangenheit nicht so gut hingekriegt haben, gelernt und die Konsequenzen gezogen? Dann ist die Antwort nein. Und deswegen die Frage, um sie ganz konkret zu beantworten, wir brauchen mehr Mehrheitsentscheidungen und wir brauchen Mehrheitsentscheidungen auch auf Feldern, die heute noch
als Kernbestand nationaler Souveränität gesehen werden, wie zum Beispiel innere und äußere Sicherheit. Es wird nicht anders gehen. Herr Professor. Ja, sofort erstmal Zustimmung zu dem Punkt Mehrheitsentscheidung. Nur Widerspruch bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich bin für eine Entmachtung der Parlamente. Ich habe die Frage gestellt, wie wir schneller reagieren können und dass das dann in diesem Punkt schwierig werden könnte. Aber zu den Punkten, die Herr Krause gesagt hat, das Nein, das war natürlich wunderbar plakativ. Aber wenn man dann die einzelnen Punkte durchgeht, die jetzt hier in der Diskussion sind, gerade was die Grenzsicherung angeht, aber auch eben von Ihnen angesprochen schon Eurokrise und auch von Ihnen ja nochmal aufgegriffen, gehen wir das doch mal genau durch. Dann wissen wir, Grenzsicherung, ja, da gab es einen Konsens darüber, dass wir offene Binnengrenzen haben wollen. Es gab aber gar keinen oder keinen ausgesprochenen Konsens darüber, dass wir eine gemeinsame Außensicherung haben wollen, in der Weise, wie sie jetzt in der Diskussion ist. Und ich sage dann immer wieder, stellen Sie sich einmal vor, dass ein griechischer EU-Zollbeamter oder Grenzschützer am Frankfurter Flughafen den deutschen Einreisenden, der nach Deutschland einreist, in schlechtem Deutsch fragt, ob er seinen deutschen EU-Reisepass dabei hat. Das ist nicht akzeptabel gewesen bis vor einigen Monaten. Jetzt kommt eine solche Diskussion. Und deshalb ist es nicht richtig, aus meiner Sicht, eine solche Frage sozusagen auf die EU zu schieben. Es sind auch die Bürger, die bei komplexen Prozessen die eine Seite gerne nehmen, und die andere Seite erst dann nehmen, wenn das Momentum, so heißt das ja dann so schön politisch, wenn das Momentum da ist. Das gilt für die Außensicherung, das gilt auch für den anderen Punkt innere Sicherheit, den Sie angesprochen haben. Datenschutz, die FDP weiß, wovon ich rede, Vorratsdatenspeicherung etc., gerade in der letzten Koalition, war ein Riesenproblem. Jede Datenschutz, jede Datenübermittlung über die Grenze hinweg, ich sage nur Fluggastdaten, ist ein Problem innenpolitisch, weil wir bei uns eine Diskussion haben, die dies als Grund- und Menschenrecht, ich sage ganz bewusst verständlich, ansieht, aber das zeigt natürlich, wie komplex die Debatte ist. Und dann sind wir bei der Frage, so einfach ist das nicht. Beim Euro, ja, es war richtig, dass wir den Euro sozusagen auch nur mit der einen Seite, die gemeinsam Währung ohne die Folgefragen. Bankenunion und, was ich immer wieder sage, weshalb ich auch dagegen gestimmt habe, beim dritten Rettungspaket Staatsinsolvenz geregelt haben. Aber Staatsinsolvenz hätten wir nicht geregelt bekommen. Jetzt, wo die Krise da ist, ist die Diskussion so weit, dass die Europäische Zentralbank über ein staatliches Insolvenzverfahren nachdenkt. Leider jetzt erst, weil das Momentum da ist. Und ich finde, das muss man auch im Zusammenhang sehen. Das kann man nicht der EU sagen. Das sind letztlich auch die Bürger, die uns sagen, das eine wollen wir, aber die Flipside, die wollen wir nicht, weil wir sie nicht wissen und nicht hören wollen. Das Gleiche hat gestern der Bundesinnenminister hier, Thomas de Maizière, der auch war, auch moniert, dass man im Grunde immer dann erst Möglichkeiten hat oder schafft, wenn etwas passiert ist, und Vorausdenken ist zwar erlaubt, aber macht eben das Umsetzen schwierig, weil es dann noch viele Blockaden gibt. Ich halte das für eine wohlfeile Entschuldigung. Ich auch. Das muss ich auch. Bitte. Also das ist, finde ich, ganz, ganz billig. Schauen Sie mal, nehmen Sie mal das Flüchtlingsproblem. Es fehlt an europäischer Denke. Bis zum Sommer 2015 hat auch unsere Regierung Italien und Griechenland gerne allein lassen wollen mit dem Flüchtlingsproblem. Wir haben uns gewehrt gegen eine faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Als gute Europäer hätten wir das anders gemacht. Und niemand hätte die Bundesregierung daran hindern können, das anders zu machen, als sie es getan hat. Den Fehler hat allerdings die Kanzlerin ja auch eingestanden. Ja, ja, dann, als sie zur Leidtragenden geworden ist. Das Problem ist immer, dass in Europa das Leiden ist in der Tat ein gutes Motiv, um zu lernen. Das ist sehr menschlich. Leider kommt es manchmal ein bisschen spät. Aber das gilt für viele andere Fragen. Wir haben auch unter den handelnden Politikern eine Renaissance nationalen Denkens in Europa. Das ganze Europa zu sehen, gelingt, wenn überhaupt jemandem, sehr wenigen. Und das ist, wenn man so will, ein grundlegendes Problem. Ich kann das nicht ändern, aber ich kann es beklagen. Herr Kühnel, gestern hat Professor Münkler noch einen anderen Vorschlag gemacht, den versuche ich Ihnen mal in drei Sätzen kurz zu erklären. Er hat gesagt, unterschiedliches Tempo bei der Integration würde gehen. Jeder Staat soll selbst entscheiden, wann und wie viel Souveränität er an die europäische Ebene abgibt und sich freiwillig auf eine gemeinsame Rechtsordnung binden und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen konsequent verfolgen. Ist das realistisch und würde das helfen,
aus diesem Dilemma, wann treffen wir welche Entscheidungen, sind wir eigentlich zu groß, müssen wir das Europa der zwei Geschwindigkeiten nicht, aber zurück zum Kern Europa und so weiter, all die Fragen gibt es ja. Wäre das eine Möglichkeit? Professoral wahrscheinlich, aber ich meine, wir versuchen natürlich im Rahmen des so politisch Machbaren zu agieren und da sehen wir, es gibt ja bereits unterschiedliche Geschwindigkeiten da und dort. Es gibt ja Modelle, wo wir, Schengen sind nicht alle dabei, Euro sind nicht alle dabei und wir haben jetzt ein neues, mittlerweile auch immer mehr genütztes Instrument der verstärkten Zusammenarbeit, wo sich eine kritische Masse von Mitgliedstaaten finden kann, um ein gewisses Thema gemeinsam voranzutreiben. Und dann sehen wir, sobald das beginnt, auf einmal sind die anderen auch interessiert und kommen dazu. Das erste Beispiel war im Bereich europäisches Scheidungsrecht. Da waren am Anfang ganz wenige dafür und dann hat man gesehen, da geht die Post ab und alle wollten mitmachen. Also ich glaube, wir müssen, wenn wir in Zukunft auch mehr differenziert vorangehen wollen, immer einen gewissen Kernbestand des Gemeinsamen bewahren. Ansonsten wird es auch für uns als Kommission, die sehr wohl versuchen, den gesamteuropäischen Blick zu haben, auch nicht mehr administrierbar. Also du brauchst einen Kernbestand an gemeinsamen Regeln und dann kann man in einzelnen Bereichen Flexibilität zulassen. Aber ich bin sicher, sobald wir wieder das Wort Flexibilität in den Mund nehmen, bekommen wir wieder Kritik, insbesondere aus Deutschland. Aber das gehört auch dazu. Und wir haben auch in den letzten Jahren bereits auch als Kommission gezeigt, da und dort ist Flexibilität eine Methode, um ein Europa, das 28 heute, 27 morgen, zusammenzuhalten. Weil wir in Bereiche vordringen, wo es oft ans Eingemachte geht. Verteidigungsunion. Ich komme aus Österreich, einem neutralen Land, das wird in einigen Bereichen nicht so mitmachen können wie NATO-Länder, wie zum Beispiel in Deutschland. Das heißt, hier muss man Modelle finden, die eine gewisse Variabilität erlauben, aber ich bin überzeugt, du brauchst einen starken gemeinsamen Kernbestand, auf dem alle 27 in Zukunft stehen werden. Ich gehe mal davon aus, dass alle vier, die hier sitzen, überzeugte Europäer sind und weiterhin an der europäischen Idee, aber auch Union festhalten wollen. Draußen sind aber sehr viele, die immer skeptischer werden, weil sie den Mehrwert Europas nicht unbedingt sehen. Wir wissen alles, ist das große Friedensprojekt gewesen. Wir haben die Werte schon gehört, wir haben über Sicherheit auch gestern schon philosophiert und über Interessen. Wie wollen Sie, und jetzt machen Sie es mal konkret, wie wollen Sie zum Beispiel die Menschen draußen von Europa überzeugen? Denn Reisefreiheit ist für die meisten, meine Nichten sind Mitte 20, die kennen es gar nicht anders. Wenn Sie denen jetzt irgendwie erklären, seid mal dankbar für die Reisefreiheit, zucken die einmal mit den Schultern und denken, ja, und jetzt? Das war doch schon immer so. Also was ist dieses Europa? Wem soll das nutzen? Ja, der Fisch merkt das Wasser nicht, in dem er schwimmt. Ne? Ja, also das ist ja so, das stimmt, das ist völlig richtig. Wenn ich in Schulklassen bin, ich gehe ja viel in Schulklassen, das ist unser Job als Parlamentarier, das machen wir. Und dann frage ich immer die Schülerinnen und Schüler, wer war schon mal in Spanien oder in Österreich im Urlaub? Und gehen praktisch alle Hände hoch, ja? Also Mallorca oder Salzburg, da war halt schon jemand. So. Und dann frage ich, und wie lange hat es gedauert, bis sie das Visum hatten? Dann gucken die mich an und sind ganz irritiert. Und dann frage ich, wer war denn schon mal in den USA? Und dann gehen ein oder zwei Hände hoch normalerweise in der Schulklasse. Und dann lasse ich die Schüler mal schildern, wie der Grenzübertritt da abläuft. Stundenlanges Schlange stehen, Fingerabdrücke, Iris, Visum, so. Und dann kriegt man so ein bisschen so ein Gespür dafür, dass das, was wir hier haben, vielleicht doch ein bisschen mehr ist als Normalität. Das aber ist es eine. Muss noch mehr sein. Ich weiß. Aber wir werden jetzt, also das ist, also ich mache es, indem ich das tue, was ich hier versucht habe zu machen, auf unsere Umgebung hinweise und zu sagen, dass wir in Europa im Großen und Ganzen einen Raum der Freiheit, des Rechts und des Wohlstands haben. Das gibt es auf der ganzen Welt in der Form nicht nochmal. Das Zweite ist, was ich sage, und das ist dann ein politischer Streit. Da streite ich mich dann auch mal mit den Kollegen von SPD und Grünen. Das ist aber auch okay, es gehört zur Demokratie dazu. Ich sage, aus der sozialen Krise kommen wir raus mit Wirtschaftswachstum und offenen Märkten. Andere sagen, wir kommen raus mit mehr Umverteilung und Kommissionsprogrammen gegen Jugendarbeitslosigkeit. Mir fehlt da der Glaube. Ich glaube, dass wir mit dem bescheidenen europäischen Budget nicht die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa wirksam bekämpfen können. Ich glaube, wir brauchen angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Das ist aber ein politischer Streit dann, das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, eine Sache, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zurollt, die wird manchen vielleicht nochmal die Augen öffnen. Und das ist, wenn die Briten realisieren, was die sich da eigentlich eingebrockt haben. Fangen wir mal bei der Reisefreiheit an. Fangen wir mal mit der Niederlassungsfreiheit britischer Unternehmen an. Was meinen Sie, was mit den ganzen britischen Anwaltskanzleien passiert, wenn die Niederlassungsfreiheit weg ist? Weil ne, Kapitalverkehrsfreiheit ist das eine, Niederlassungsfreiheit ist das andere. Bei Law Firms, und die Briten sind sehr stark,
heißt das, es gibt keine Kapitalbeteiligung. Also ist die Frage, darf sich Freshfields, dürfen sich die ganzen englischen Kanzleien überhaupt noch in Köln, in Düsseldorf und Berlin bewegen? Die meine ich aber nicht. Ich meine nicht die Banken und die großen Institutionen. Und ich meine Erna Lieschen, die man gerne mal herbeiführt und zitiert. Ich meine den ganz normalen Bürger, der da draußen sitzt und sagt, in Spanien oder wo auch immer, Arbeitslosigkeit wird immer schlimmer, alles in meinem Umfeld wird immer alles schlimmer. Ich möchte mich zurückziehen auf meine, entweder Nationalstaaten, auf das, was ich kenne, auf das Regionale von mir aus sogar. Wie wollen Sie diesen normalen Menschen draußen erklären, wo der Mehrwert Europas ist, wenn sie doch meistens das Gefühl jedenfalls haben, es ist alles schlecht? Meistens nicht. Also ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber meistens ist sozusagen Lieschen Müller oder Joe Sixpack, wie die Amis sagen würden, ist meistens sozusagen nicht antieuropäisch, sondern da gibt es sozusagen ein gewisses Grundmisstrauen gegen die Politik insgesamt. Gegen die Politik insgesamt, weil Politiker haben irgendwie nicht so das optimale Image. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber da gibt es nicht so ein was ich merke, ist ganz stark, bestimmte Wirtschaftsverbände, bestimmte Wirtschaftsjournalisten schreiben sehr, sehr, sehr kritisch über den Zustand der Eurozone. Es gibt eine, wenn Sie sich die Schlagzeile der Welt am Sonntag anschauen, jetzt vom zurückliegenden Sonntag, jetzt kommt die Angst vor der Inflation. Davor war es monatelang die Angst davor, dass es keine Inflation gab. Ja, also so wird so ein bisschen Stimmung gemacht gegen Europa. Aber das spiele ich Ihnen aber, also nicht Ihnen persönlich, aber zum Beispiel David Cameron, jemand, der monatelang auf Brüssel und auf Europa schimpft und dann plötzlich sagt, wir würden gerne in der EU bleiben. Genau, das ist Problem. Ja völlig absurd. Aber Cameron ist doch, warum hat er das Referendum verloren? Weil er nicht Monate, sondern Jahre. Ja. Die britischen Tories haben jahrelang an Europa rumgemeckert und rumgenörgelt. Und dann gibt es sozusagen mit einem dünnen Dokument, das in Brüssel ausverhandelt wird, die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Und der Tory-Vorsitzende erklärt, Brüssel, die Europäische Union ist so super, da müssen wir unbedingt dabei bleiben. Das ist völlig unglaubwürdig. Ich wollte ja nur sagen, dass es nicht nur die Journalisten mit ihren Schlagzeilen sind. Da gibt es sicherlich auch das eine oder andere, was es zu kritisieren gibt. Und nicht aber, nur die Briten. Und nicht nur die Briten. Was haben wir aus der CSU für einen Blödsinn über Europa gehört? Meine Güte. Seit Jahren. Meine Güte. Was hören wir von französischen, von italienischen Politikern, wenn die sich vor ihren Wählern rechtfertigen müssen? Also diese Versuchung, Brüssel als düstere Kulisse zu malen, vor der man dann selbst als dunkelgrauer Mensch noch als Lichtgestalt dasteht. Die Versuchung ist einfach übermächtig groß. Aber Herr Krause, dann hat wer auch immer ja ein wenig Erfolg gehabt, denn die Stimmung draußen ist ja so. Sonst würden die Ränder, die Sie gerade erwähnt haben, ja auch nicht stärker werden und sonst wäre der Unmut insgesamt auf die politische Klasse nicht groß. Meine Frage, Schwieriges. Wir diskutieren, wissen Sie was, wir diskutieren das schon so lange. Auch wie Europa sich reformieren muss, was eigentlich passieren muss. Wir können in 10 Jahren weiter diskutieren, nur ich weiß nicht, ehrlich gesagt, mit welchen politischen Vertretern dann. Das ist ja auch die große Frage. Wir werden es sehen. Deswegen auch an Sie die Frage, was muss passieren, damit die Menschen draußen das Gefühl haben, Europa ist wieder was wert? Es gibt auch Sicherheit, wir halten uns an Regeln, es gibt Werte, die wir einlösen müssen und die gelten für alle und nicht immer nur dann, wenn Banken gerettet werden, dann sind wir irgendwie alle dabei, weil dann geht es ums Geld, aber wenn wir irgendwie selber mal was liefern müssen, dann ziehen wir uns alle zurück und lassen vielleicht die Starken allein. Also was muss passieren? Dieses Ungerechtigkeitsempfinden gibt es doch. Ja, ich stimme Ihnen zu, das ist so jetzt ein bisschen meine Ruhestandsbeschäftigung, dass ich so dann manchmal als Vortragsredner da unterwegs bin und in der Tat, ich glaube auch, man muss Menschen wieder erklären, warum Europa ein Friedensprojekt ist. Es reicht nicht zu sagen, dass es ein Friedensprojekt ist. Ich kenne das auch von meinen Kindern schon, wenn ich denen sage, dass die Spielplätze meiner Jugend Trümmergrundstücke waren, meiner Kindheit, nicht in der Jugend, weil da sah das schon besser aus. Dann gucken die mich an, wie ein, der ich auch bin, nämlich ein Mann aus dem vorigen Jahrhundert. Aber man kann das erklären, das, was Graf Lambsdorff kurz skizziert hat, wie dieses Europa liegt, was um uns rum ist, dass der Frieden kein Zufall ist. Dass übrigens auch die wirtschaftliche Prosperität kein Zufall ist. Natürlich, stellen sich eine Friseurin vor in einem Dorf bei Kassel, die da den Menschen die Haare schneidet, dann sagt sie, was habe ich mit Europa zu tun, ich brauche das nicht. Und dann sage ich,
aber du bist doch darauf angewiesen, dass deine Kunden das Geld haben, das sie dir dann in deinen Laden bringen. Und wenn du da bei Kassel bist, da vielleicht hast du ja auch Kunden, die da bei Volkswagen arbeiten, in dem Werk in Baunatal. Und die wieder sind darauf angewiesen, dass sie in einem europäischen Binnenmarkt, die Autos, die da montiert werden, die enthalten Teile aus jedem Staat der Europäischen Union. Die sind darauf angewiesen, dass die Lastwagen ohne Kontrolle über die Grenze fahren. Also mehr erklären. So. Ja, wir leben in einer komplexen Welt, in der es sehr schwer ist, quasi wie in einem Mobile zu sagen, ich puste da ein Ding an und das bewegt sich. Und dann da hinten noch zu erklären, wie dann in diesem sehr komplexen Mobile das 35. Teil da hinten sich noch bewegt. Das ist eine schwere, mühsame Aufgabe. Ich habe so meine eigenen Tricks dabei. Ich vergleiche die EU mit dem Fußballplatz. Was wäre das Können von einem Ronaldo wert, wenn er auf dem Dorfacker spielen müsste, nur gegen Mitspieler aus diesem Dorf, diesem Dorf. Der Junge braucht den perfekt gemähten Rasen, auf dem die Pässe ankommen, aus denen den er Tore macht. Der braucht Mitspieler, mit denen er wachsen kann. Er braucht Gegenspieler, an denen er wachsen kann. Und das ist Europa. Wir glauben immer, dass unsere großartigen wirtschaftlichen Erfolge nur unser eigenes Können sind. Das sind sie auch. Aber sie müssen den Platz haben, auf dem sie ihr Können zur Geltung bringen können. Und das ist Europa. So, und Europa schafft keine Arbeitsplätze, aber es schafft Chancen. Wenn sie schlecht spielen, verpennen sie es auch. Auch das ist wie beim Fußball. Herr Professor, wie Sie haben immer und das kann man Menschen erklären. Das heißt aber nicht, dass man damit alles rechtfertigt, was im Namen Europas passiert. Da ist natürlich gibt es auch in der europäischen Politik wie in der nationalen auch Trickserei, da gibt es Interessen, da werden Leute über den Tisch gezogen, da freut man sich über manche Siege und manchmal merkt man nicht, dass es ein Pyrrhus-Sieg war, wie zum Beispiel beim Euro. Also ich will ganz kurz eine Sache noch sagen, mehr erklären, ich finde das Bild mit dem Fußballplatz, das ist mir ausgesprochen sympathisch, aber eines ist mir auch wichtig, keine Symbolpolitik mehr, nicht so tun, als ob man etwas erreicht hätte, aber da hat man nichts erreicht. Für mich ist im Moment das aktuelle Beispiel wirklich die Frage Sicherung unserer Außengrenzen. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, dass der Bundesinnenminister allen Ernstes in die ganzen Mikrofone nach dieser Sitzung der Innenminister dort sagt, wir haben einen europäischen Grenzschutz geschaffen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten dann, dass dort Grenzschützer in blauen Uniformen mit goldenen Sternen tatsächlich dafür sorgen, dass unsere Außengrenzen wirksam geschützt werden. Was da passiert ist Symbolpolitik. Da hat man eine Verordnung gemacht, auf der steht, ja, das haben wir jetzt geschaffen. Aber wenn man in die Verordnung reinschaut, sieht man, dass es einfach nicht stimmt. Und das ist etwas, da haben die Menschen auch ein Gespür dafür, wenn ihnen ständig was vorgemacht wird, was aber in der Realität dann einfach nicht stattfindet. Die Kanzlerin hat gestern, das können Sie dann beim nächsten Mal auch zitieren, auch darauf hingewiesen. Also es ist nicht nur der Bundesinnenminister, sondern auch die Bundeskanzlerin. Wir können gerade dieses Beispiel wunderbar aufgreifen. Denn die Frage europäische Beamte an den Außengrenzen statt deutscher Beamte, die hier sitzen, die Frage können Sie in Deutschland politisch diskutieren. Und die Diskussion wird schwierig. Ich bin nicht der Meinung, dass Sie Unrecht haben. Ich will nur sagen, die Diskussion ist schwieriger, als sie auf den ersten Blick scheint. Aber ich will Ihre Ausgangsfrage nochmal aufgreifen. Was können wir machen? Erstmal völlige Zustimmung. Wir brauchen Kommunikation. Wir müssen, das habe ich ja ganz am Anfang meiner Eingangsbemerkung schon gesagt, wir brauchen deutlich mehr Kommunikation pro Europa. Spontan habe ich eben gesagt, und wir brauchen dann Quoten für die EU-Journalisten, damit sie sozusagen gegenüber den nationalen Feldern auch ein bisschen das Hintertreffen verlieren. Wir hatten deutlich zu schwache Berichterstattung über das Europäische Parlament früher. Das ist aber viel besser geworden. Ich weiß, es ist besser früher. Über den Europäischen Gerichtshof und die Bedeutung der Entscheidungen, da war dann die Zuständigkeit im Journalismus unklar. Ist da Brüssel für zuständig oder ist da Karlsruhe für zuständig? Das hat sich deutlich verbessert. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir hier Europa erklären. Und um die Beispiele, einige der Beispiele nutze ich auch, um die Beispiele aufzugreifen. Positiv, ich frage die Schüler, kennen Sie diese Maschine mit der Scheibe drauf, mit der schwarzen Scheibe drauf? Das hieß früher einmal Telefon. Die meisten wissen gar nicht, dass man da früher wählen musste, weil sie alle ihr Handy haben. Und dann erklärt man, dass Handy und Freiheit in ganz Europa kostengünstig Daten zu bekommen, ein zentraler Verdienst neben der Reisefreiheit der Europäischen Union ist. Und dann
schockiert es einen geradezu, wenn man überlegt, was alles über das transatlantische Freihandelsabkommen bis vor wenigen Wochen geschrieben und gesagt wurde, dass das, Kanada haben Sie schon erwähnt, dass das sozusagen das Schrecklichste ist, was uns auf der nationalen Ebene widerfahren kann. Jetzt, ich habe es immer wieder gesagt, wir sollten das machen. Natürlich gibt es Defizite und ich weiß gar nicht, wir haben auch hier mit der Europäischen Kommission zu dem Thema zusammengesessen. Ich weiß gar nicht, was es alles an Angriffen gab. Ich habe gesagt, wir sollten das nehmen, was wir bekommen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite des Atlantiks Trump sitzen. Und jetzt kommt die Automobilindustrie, die anfangs als ganz böser Gewinner eines solchen Freihandelsabkommens zitiert wurde, das sei sozusagen nur ein Abkommen für die Automobilindustrie. Jetzt kann es sein, dass unsere Automobilindustrie deshalb in die Knie geht, weil sie so behandelt wird wie vielleicht Toyota. Und diejenigen, die den Freihandel vorher verteufelt haben, gerade auch auf dem linken Rand des Spektrums, aber nicht nur da, die merken plötzlich, dass die Märkte verloren gehen. Und das müssen wir kommunizieren und das haben wir in Europa, ich sage noch. Und dann steht sich natürlich die Frage, ob das, was die Kanzlerin gesagt hat, durchzuhalten ist, was sie gestern gesagt hat, was sie uns auch im Parlament immer wieder gesagt hat, dass es keine Sonderdeals für einige Wirtschaftszweige im Zusammenhang beim Brexit geben darf. Sie haben eben gesagt, wir müssen das große Ganze sehen. Sie haben auch gesagt, wir müssen das große Ganze sehen. Die Briten wollen eben nicht das große Ganze sehen. Und ich bin nachdrücklich der Meinung, dass diese Position richtig ist. Entweder dabei, dann mit allem und dann die Diskussion auch aushalten oder nicht dabei. Out is out. Und das werden die Briten lernen müssen. Wir haben nächste Woche ein Treffen mit britischen Abgeordneten. Ich kann sicher sagen, ich werde denen das so kommunizieren. Ich habe immer noch die schwache Hoffnung, dass sich da etwas ändert. Das ist ein Lernstück auch für Europa. Aber jetzt muss ich mal sagen, das ist jetzt auch ein bisschen zu einfach. Professor Hirte, ich bin völlig bei Ihnen. Natürlich ist die Diskussion, wie gestaltet man Grenzschutz, ist eine hochkomplizierte, auch eine hochpolitische Diskussion. Ich finde, die muss man ehrlich führen, auch in den schwierigen Phasen und in den Untiefen, ist völlig richtig. Aber out is out ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, wer hier ein Mini fährt. Ja, also fährt hier jemand ein Mini? Nein? Okay, aha. Normalerweise wird immer jemand ein Mini, aber das deutsche Beamtentum nimmt davon Abstand. Das ist in Ordnung. Wahrscheinlich, ja, Herr Krause vermutet, Sie fahren Rolls-Royce statt des Triebwerks. Also, der Punkt ist folgender. Der Außenzoll für Kfz in die Europäische Union sind 10%. Mini baut die Autos in der Nähe von Oxford zusammen. Das heißt, wenn es nicht gelingt, ein Abkommen zu schließen, eine Art BTIP, ein British European Trade and Investment Partnership, ja, TTIP ist ja ein bisschen auf Eis, jetzt können wir vielleicht BTIP verhandeln, dann wird jeder Mini, der auf den europäischen Kontinent kommt, 10% teurer. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit des Produkts sinkt. Wem gehört aber Mini? BMW. Wer leidet? Also, out is out und in, ist in den Zeiten einer derartigen Verflechtung unserer Wirtschaften nicht ganz so einfach. Deswegen Ford ist für mich sitzt in Köln. Ja, so, weiß jetzt, ich doch. Bevor mir Herr Kühnel völlig abdriftet dahin, ja, und gedanklich irgendwo anders hinreist, vielleicht dann auch nochmal, vielleicht nicht unbedingt anhand des Beispiels, aber was dahinter steckt, ist ja vielleicht am Ende doch weniger Werte, mehr Interessen. Und daraufhin muss sich irgendwie Europa auch verändern. Naja, aber es war ja immer eine Kombination von beiden. Nur die Werte waren in der Vergangenheit reine Symbolpolitik, weil wir nie wirklich sie festmachen konnten. Jetzt, in diesen Zeiten, haben die Werte einen ganz konkreten Wert bekommen. Jetzt können wir sie einschätzen, jetzt müssen wir sie einordnen. Und daher sind sie jetzt in der Diskussion mehr im Vordergrund und nicht nur in den Sonntagsreden. Aber es war immer eine Kombination. Ich habe vor einigen Tagen mich getroffen mit einem Botschafter aus dem asiatischen Raum. Die sind natürlich jetzt relativ bestürzt, dass das transpazifische Abkommen mit den Amerikanern da flöten geht. Und was ist deren Reaktion? Die sagen, wir brauchen euch Europäer mehr denn je. Weil jetzt sehen wir natürlich diesen extrem starken Einfluss, den die Chinesen ohnehin haben. Umso bedrohlicher, wenn die Amerikaner sich zurückziehen. Viele in der Welt suchen jetzt ein starkes Europa. Das heißt, wir haben nicht nur für uns zu Hause eine Aufgabe, wir haben eine globale Rolle, die wir einnehmen müssen. Und ich glaube, das verstehen auch immer mehr, dass Europa ja nicht nur ein Projekt ist für uns Europäer, sondern eine globale Aufgabe. Viele Menschen, die an eine offene, freie Gesellschaft glauben, brauchen jetzt irgendwo ein starkes Europa. Und daran, glaube ich, werden wir arbeiten. Und das ist einerseits ein Thema besserer Kommunikation. Da kann man sicherlich, ich glaube, auch in diesen Zeiten vor allem die Grund
Fragen beantworten. Warum haben wir überhaupt Europa? Wie demokratisch legitimiert ist Europa? Das ist auch so ein subkutaner Vorwurf, der immer wieder kommt von den Europagegnern. Naja, die sind ja auch demokratisch gar nicht legitimiert. Also nicht nur die Politik kritisieren, sondern das System insgesamt. Ich glaube, da kann man gegensteuern. Aber auch die Kommunikation allein wird nicht reichen. Wir brauchen auch eine bessere Politik. Und das ist, glaube ich, das, woran wir jetzt auch stark begonnen haben zu arbeiten. Wir werden immer gesehen als der Treiber des Wandels. Europa, Treiber des Wandels. Wir sind die, die hinter Reformen stehen. Und in Zeiten, in denen für viele Menschen auch in Deutschland Wandel etwas eher Negatives ist, wo man Angst davor hat, Bertelsmann-Studie, ich glaube 65% der Deutschen fürchten sich vor der Globalisierung, das am meist vernetzte Land der Welt, müssen wir, glaube ich, diesen auch Wechsel vollziehen, weg von einem Treiber des Wandels hin zu einem Gestalter des Wandels. Wir sind diejenigen, die große, globale, digitale, wirtschaftliche, technologische Trends einordnen und in eine gewisse Richtung bringen. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir als Europa wahrnehmen können. Und dazu müssen Sie aber ja auch näher ran an den Bürger. Und der Bürger hat oftmals den Eindruck, dass Europa mit seinen Institutionen bürgerfern ist. Also ich glaube, die meisten, jetzt kommt das Alte, aber wissen Sie, was gehen Sie raus? Sie sind in Schulen, ich mache das auch und frage immer, wofür ist die Kommission, wofür ist der Rat, welche anderen Institutionen gibt es da, wer sind die 4 bis 5 führenden Köpfe? Es versteht kaum jemand. Also deswegen, bevor Sie sich alle aufregen, fangen wir außen an. Ja. Wäre es nicht doch auch nochmal sinnvoll, darüber nachzudenken, wie man das entweder A, besser kommuniziert oder B, vielleicht sogar wirklich auch verändert? Also wir haben die Vorgabe bekommen von unserem Kommissionspräsidenten bis Ende der Juncker-Kommission 500 Bürgerdialoge mit Kommissarsbeteiligung und 5000 Bürgerdialoge europaweit mit Europaabgeordneten, mit Kollegen aus der Kommission und anderen zu machen. Also wir gehen hinaus, wir machen das, back to school. Deutsche Erfindung sind wir seit Jahren drauf, mit auch Partnern aus dem Journalismus und anderen Bereichen. Wir gehen hinaus, wir hören zu. Wir sind nicht in einem Elfenbeinturm, wir sind auch nicht in dem Satelliten, den Sie beschrieben haben. Wir sind drinnen. Und das andere ist, glaube ich, auch, was der Professor Hirte gemeint hat, diese Verschränkung europäisches Parlament, nationale Parlamente. Da ist noch zu viel aus meiner Sicht auch parallel. Die können auch noch, glaube ich, stärker zusammenrücken, auch innerhalb der Parteifamilien. Innerhalb der Parteien funktioniert oft sozusagen ein geschlossener Kreis nationale Politik und ein geschlossener Kreis europäische Politik. Hier kann, glaube ich, auch noch mehr zusammenwachsen. Wir als Kommission bemühen uns, in die nationalen Parlamente zu gehen. Es gibt keinen Kommissar, der nach Deutschland kommt, mit dem ich nicht in den Bundestag gehe. Das sind Schritte. Ich bin da dagegen. Also ich dachte, Herr Kühl, da bin ich, ich bin der Meinung, dass ein föderales System dann besser funktioniert, wenn jede Ebene für die Zuständigkeiten dann auch tatsächlich die Entscheidungen treffen kann, für die sie zuständig ist. Also das, wir haben das probiert, ich habe das selber mal gegründet zwischen der FDP-Gruppe im Europäischen Parlament und der FDP-Bundestagsfraktion, so ein Austausch, dass man miteinander redet, das ist in Ordnung, genau. Dass man sich gegenseitig informiert, das ist okay, was kommt da auf euch zu, weil der Bundestag muss ja oft Richtlinien dann in nationales Recht umsetzen. Aber ich bin strikt dagegen, dass wir eine formelle Verquickung der verschiedenen, das würden wir zwischen Landtagen und dem Bundestag auch nicht machen. Also nehmen wir mal an, in der Bildungspolitik oder im Justizvollzug würde plötzlich der Bundestag bei den Bundesländern mit reinregieren wollen im Einzelfall. Das würde nicht funktionieren. Wir haben sowieso schon zu viel Verflechtung, zu viel Intransparenz. Und deswegen, die Frage ist, für mich ist nicht entscheidend, ob Lieschen Müller, Erna Lieschen haben Sie gesagt, Erna Lieschen, ob die genau weiß, dass die Kommission, dass der Rat, dass der Ministerrat, dass der Europäische und so weiter. Für mich ist ganz entscheidend, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Grundvertrauen in die Problemlösungsfähigkeit von Politik haben. Der normale Bürger in Deutschland weiß auch nicht genau, wie der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag funktioniert. Aber es gibt ein Grundvertrauen, jedenfalls bei den meisten, darin, dass sozusagen das Grundgesetz das schon irgendwie so geregelt hat, dass die demokratisch die Gesetze da ausarbeiten. Das erodiert, ich meine die AfD und so, es gibt ja auch ein Misstrauen in unsere demokratischen Verfahren und Prozesse auch auf der nationalen Ebene, so ist es nicht. Aber dieses Grundvertrauen ist wichtiger, als dass jedes Erna Lieschen quasi so eine Art Pro-Seminar europäische Politik besucht hat. Das ist, glaube ich, weder leistbar noch wirklich notwendig. Grundvertrauen ist wichtig. Und wenn ich dann gleich Ihre Bemerkung von eben aufgreifen darf, wir brauchen Leute, die die Probleme verstehen, die bürgernäher sind und anfassen. Da haben wir uns beide angeguckt. Ich glaube, Sie erliegen ein bisschen genau der sozusagen dieser Kampagne, die behauptet, das Gegenteil sei der Fall. Ich erliege Sie haben das so berichtet. Sie haben das so berichtet, als ob das sozusagen die Meinung des Volkes sei. Das ist erstens falsch.
Und diejenigen, die das berichten, die erliegen nämlich der Versuchung, sozusagen die Meinungen an den Rändern nach oben zu transportieren. Und ich sage dann immer wieder, Sie können mit mir jederzeit telefonieren. Ich bin im Supermarkt ansprechbar, bin beim Bäcker, beim Brötchenkauf am Sonntagmorgen ansprechbar. Und dann sagen mir die Leute, wie, Sie haben keine Leibwächter dabei und Sie haben keinen Fahrer dabei. Nein, ich koche auch selbst. Und dann merken Sie und ich sage, ich lade auch Leute immer wieder, auch ganz normale, also nicht nur die sozusagen Schülergruppen und sowas zu Praktika, wir haben mit den Wirtschaftsjunioren solche, über alle Parteien hinweg, solche Praktikamöglichkeiten, die sagen, ja, das sind ja Leute, die ganz normal reden, die alles mitbekommen. Ich glaube, das ist einer der Fehler, dass nicht kommuniziert wird, alle diese Leute, und die Kanzlerin sagt dann in diesem Zusammenhang immer wieder, Leute, vergesst nicht, ich habe auch einen Wahlkreis. Es wird dann so getan, als ob sie das nicht wüsste. Natürlich hat sie einen Wahlkreis, sie muss von ihrer Partei aufgestellt werden, etc. pp. Das ist ein Teil auch einer sozusagen kampagneartigen Destabilisierung des Systems, in dem das Gegenteil verbreitet wird. An einer Stelle sind Sie dem eben aber in der Tat erlegen, wo Sie gesagt haben, wachsende Arbeitslosigkeit. Wir haben geringe Arbeitslosigkeit, aber verbreitet, im Übrigen bei Trump und bei Brexit war das ähnlich, verbreitet wird etwas anderes. Ich habe Arbeitslosigkeit, glaube ich, gesagt. Das macht die Sache schwierig. In der Brexit-Kampagne war es übrigens so, dass die ganzen Zeitungen, die dann sozusagen dieses populistische Feuer anfachen wollten, die haben dann tatsächlich allen Ernstes eine Zeitungsseite, ich weiß nicht, im Daily Telegraph war das oder sowas, die habe ich gesehen, Champagnerflaschen, Kaviar, Privatjet, das war dann sozusagen das normale Leben eines Europaabgeordneten. Das ist total grotesk. Professor Hirte hat recht, da wird versucht von Leuten bewusst ein Keil zwischen den demokratisch gewählten Politiker und die Bevölkerung zu treiben. Und das ist etwas, wo man ganz klar sagen muss, bitte, das ist einfach, wir sind in Demokratien, wir unterliegen der Kontrolle durch die freien Medien, wir unterliegen der Kontrolle durch Rechnungshöfe. Es wird alles x-mal kontrolliert. Also ich glaube, das ist eine Sache, da muss man dann auch mal gegenhalten. Da vergessen Sie, dass uns ja auch oft unterstellt wird, dass wir ja gar nicht frei sind, sondern dass wir auch täglich angerufen werden von Richtig. Der Bundesregierung. Also eigentlich stecken wir ja hier, die wir hier oben sitzen, alle unter einer Decke. Und zu Ihrem Beispiel, ich war letztens auch an der Käsetheke und da guckte mich auch jemand völlig verwirrt an und sagte auch zu mir, Sie gehen selber einkaufen? Ja. Und ich gehe auch noch mit meinem Hund selber spazieren. Aber gut. Aber was Sie jetzt angesprochen haben, Brexit, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Trump mag möglicherweise dafür sogar sorgen, dass auf der europäischen Ebene die Staaten näher zusammenrücken und jetzt endlich mal in Bewegung kommen. Sie haben von einem Systemwechsel gesprochen, der auch eben diskutiert wird. Wir kennen Ungarn, Österreich, Frankreich, wo jetzt gewählt wird. Brexit, den wird es geben. Brexit ist zum Beispiel ein gutes Thema. 350, das hatte ich gestern schon mal erwähnt, diese 350 Millionen Pfund Lüge. Und trotzdem haben sie viele geglaubt. Die New York Times hat alle Lügen des Donald Trumps aufgelistet und trotzdem ist er Präsident geworden. Wie wollen Sie jetzt vielleicht dann nochmal, weil wir auch nicht nur in Frankreich wählen, sondern auch in Deutschland, wie gehen Sie denn damit um? Ich habe da keine fertige Antwort drauf, das sage ich Ihnen ganz offen, Frau Jalli. Ich habe keine fertige Antwort darauf bisher. Wir sind als demokratisch gewählte Politiker, wir sind als Vertreter, ich sag mal eher konservativ, sozialdemokratisch, wir arbeiten mit unseren politischen Philosophien, aber wir arbeiten mit Fakten, wir arbeiten rational, wir versuchen Menschen davon zu überzeugen, dass unsere Rezepte besser sind als die der Konkurrenz. Aber ich würde nie schlicht und ergreifend irgendwelche Lügen über Union oder SPD verbreiten, mit dem Ziel, einen politischen Vorteil für mich zu gewinnen. Manchmal werden Sachen so ein bisschen zugespitzt, das ist dann eine Geschmackssache. Aber wenn wir so einer Kampagne, so einer Art von Politik gegenüberstehen, das ist für uns alle eine neue Herausforderung, dann glaube ich, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir nehmen den Ton und die Methoden der Gegner, die das so machen, an und wenden das selber an. Oder aber wir müssen das, was wir bisher tun, so dramatisch verbessern, aber ich habe, wie gesagt, noch keine fertige Antwort, wie das geschehen kann, dass das verpufft. Ich möchte nicht diesen populistischen, diese Angstmacherei, das aus Angst Profit schlagen, die Verunglimpfung des politischen Gegners, das möchte ich nicht als den dominanten Tonfall in unseren politischen Debatten, auch nicht im Wahljahr 2017 in Deutschland haben. Herr Krause. Was bedeutet das im Hinblick auf die Wahlen im europäischen Ausland, Nachbarländer, aber auch in Deutschland? Was bedeutet das für die Medien? Gott, das ist auch so eine schwere Frage. Viele schwere Fragen.
Ja, weil es gibt einen Teil der Bevölkerung, bei dem, das haben Sie ja angesprochen, unsere Glaubwürdigkeit im Moment auch nicht hoch im Kurs steht. Wie ich finde, zu Unrecht. Ich kenne, es gibt so Segmente des sogenannten Journalismus, so die Yellow Press oder sowas, die nehme ich jetzt mal aus. Aber ich kenne bei Zeitungen, beim Fernsehen, bei Nachrichtenagenturen, im Radio keinen Journalisten, der lügt. Also bewusst die Unwahrheit sagt. Und wenn, dann ist es ein schlechter Journalist. Und schlechte Journalisten ja, ich kenne gibt es allerdings keinen. Auch. Ich kenne keinen, der bewusst die Unwahrheit sagt. Dass auch unser Handwerk Menschenwerk ist, das ist natürlich fehlerbehaftet. Klar. Das kommt ja sogar bei Beamten vor. Also ich meine, nein, also Herr Krause, ich bitte also, Sie. Fehler, das muss man nochmal wirklich an dieser Stelle, Fehler ist was anderes als Lügen. Das, da sind wir das uns, ist der entscheidende Punkt. Der Fehler ja. Lügen heißt bewusst die Unwahrheit sagen. Kann ich nur sagen für meine Kollegen, also wer immer mir in meinem Berufsleben begegnet ist, ja. Da würde ich für jeden von denen die Hand ins Feuer legen. So. Und nun ist die Frage, ist das, was wir gerade erleben, diese Welle von Populismus, dieses sogenannte Postfaktische, ist das etwas, was dauerhaft ist oder nicht? Meine Hoffnung ist das nicht, weil ich glaube, am Ende brauchen Menschen Verlässlichkeit und verlässlich sind nur die Fakten, nicht die Meinung über Fakten. Und deswegen glaube ich, muss man einfach... Auch wir Journalisten, wir dürfen uns nicht für unfehlbar halten, in der Tat, das gibt es manchmal. Das sollten die betreffenden Kollegen ändern, wir sind nicht unfehlbar. Aber wir haben manchmal auch recht und wir können zu dem stehen, was wir machen. Und das ist übrigens etwas, was ich auch als Erwartung an Politik habe. Dass man nicht etwas macht und hinterher... sagt, ja, das, also gerade in der europäischen Politik ist das sehr beliebt, dass man da einen Kompromiss gemacht hat und dann geht man aus dem Saal raus als Minister und sagt, ich habe gesiegt. Nein, das, auch schon den Begriff des Kompromisses, den Wert des Kompromisses darzustellen. Weil in Deutschland kommt das Wort Kompromiss fast immer mit dem Adjektiv faul daher. Das ist Quatsch. Der Kompromiss ist eine Möglichkeit, dass man mit sehr unterschiedlichen Ausgangsvorstellungen am Ende eine Lösung findet, mit der alle leben können und wo keiner dem anderen den Kopf einschlagen muss. Der Kompromiss ist etwas Wertvolles, schon das darzustellen, auch als politischer Akteur. Aber ich will es nicht nur bei der Darstellungssache lassen, sondern ich will auch hier den Eindruck, den ich jetzt so ein bisschen habe, als ginge es nur um Kommunikation und um Wording und so weiter. Es geht auch um Substanz. Ich habe darüber nachgedacht, als Sie gerade von dem Roaming und Handy und so weiter reden, wunderbar, das ist auch ein solcher Solitär, das ist ein Brillant, den halten Sie in Brüssel alle immer ganz hoch. Wenn Sie gleichzeitig eine Situation haben, wo dann der vorhin diskutierte Schutz der Außengrenzen davon abhängig ist, dass ein Schurkenstaat wie die Türkei mitmacht, dann stärkt das Selbstbewusstsein des europäischen Bürgers nicht. Und das ist ja was ich als Journalist auch erlebt habe. Ist eine der Fragen, die mir nie einer beantwortet hat. Was heißt eigentlich Schutz der Außengrenze? Was heißt das? Da sagen die Kontrolle. Ich sage, ja gut, und dann kommt dann so ein Schlauchboot über die Ägäis. Was heißt dann die Kontrolle? Ja, dass die da irgendwie, so. Ich sage, ja, die kommen aber an Land. Dann sind sie da. So. Und die Konsequenz zu sagen, was heißt das Schutz der Außengrenze im Extremfall natürlich auch Waffengewalt heißt, das traut sich kein Mensch zu sagen. Na, das wäre Umsetzung das, des Rechts. Ja, Umsetzung, ja aber das, Recht, das genau. So und genauso ist es, dass sich ehrlich machen, dass eine Währungsunion eben nicht nur einfach klasse ist, weil man im Urlaub nicht mehr wechseln muss, sondern dass die Folgen hat, zum Beispiel für Tarifpolitik, dass man nicht mehr einfach jede x-beliebige Lohnerhöhung durchdrücken kann, ohne Rücksicht auf die eigene Wettbewerbsfähigkeit, wenn man nicht baden gehen will. Das ist nämlich das eigentliche Problem von Südeuropa und nicht die Schulden kamen später. So.
Das muss man Menschen sagen und da sind wir dann wieder bei der Kommunikation, aber es ist auch eine Frage der Herr Substanz. Herr Krause, waren Sie Zeit weg, weil wir haben noch 3 Minuten, weil ich gerade gesagt habe, Umsetzung des Rechts, dieses Thema mit dem Schusswaffengebrauch ist ein sehr komplexes übrigens, wahnsinnig so einfach kann man das nicht beantworten. Nein, nicht, dass uns das hier hinterher falsch ausgelegt wird. Aber Ihre Frage war ja, was bedeutet das für die Medien? Und wir sind hier in Köln. Also wir müssen, es geht nicht nur darum, dass Journalisten aktiv lügen würden. Worum es vielen geht, und das ist sozusagen der Teil der Medienkritik, der wirklich interessant ist und auch relevant, was lassen die Medien weg? Was wird nicht gesagt, weil es vielleicht nicht politisch korrekt ist? Ich glaube, das war ja das, was viele schockiert hat, nach dem, was passiert ist hier auf dem Kölner Vorplatz. Das Zweite, das ist das eine. Und das Zweite ist, da nehme ich jetzt aber Politik und Medien zusammen. Wir führen manchmal Debatten, die gehen an der Lebenswirklichkeit der Menschen um Lichtjahre vorbei. Ich fand eine sehr lustige Sache, dass die Linksfraktion im schleswig-holsteinischen Landtag einen Antrag eingebracht hat, bitte auch Büroartikel jetzt gendergerecht anzusprechen. Also Bleistiftanspitzer und Bleistiftanspitzerin, Papierkorb und Papierkörbin. Und wenn der Notizblock sich weiblich fühlt, ist es eine Notizblöckin. So, das wurde berichtet in der ganzen Republik. Die Fraktion, die Linksfraktion im schleswig-holsteinischen Landtag, die hatte das als Satire gemeint. Aber alle Journalisten, die darüber berichteten, sahen das als den nächsten logischen Schritt in unserer Gender-Debatte. Das hat aber mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Nichts. Bin ich bei Ihnen. Jetzt dürfen Sie noch eine Sache sagen, aber ganz kurz zu Köln, weil das ist wirklich eine Wunde, die uns alle betrifft. Natürlich. Ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle, weil so einfach ist es dann nicht, wir dürfen nicht vergessen, die Pressemitteilung der Polizei, auf die sich viele Medien auch erstmal gestützt haben und dann kam viel, die Lokalpresse war schneller, das muss man ehrlicherweise auch zugeben. Wir müssen es ja selbst wissen. Es gab viele Gründe, darüber können wir hinterher gerne diskutieren, aber es ist nicht so einfach, dass man da einfach was weggelassen hat, sondern es wurde auch anders kommuniziert. Es ist symbolhaft. So, im Übrigen kann auch eine Pressesprecherin aber trotzdem stimmt es grundsätzlich, dass manches weggelassen. Im Übrigen kann auch eine Pressesprecherin der Kölner Polizei am 1. Januar morgen seinen Fehler machen, das darf man auch nicht übersehen. Aber zum Thema Lügenpresse muss ich jetzt doch noch einen Satz sagen. Sie haben ein bisschen gesagt, worüber berichtet wurde. Sie haben dann gesagt, über manches wird nicht berichtet. Journalisten berichten auch über das, was gehört werden soll und gehört werden will. Und vor das Thema Waffengewalt an der Außengrenze war vor 2 Jahren kein Thema, das man irgendwo hätte in den Mund nehmen dürfen. Das muss man ganz deutlich sagen. Jetzt aber noch zur Wahl, weil das ja Ihre Ausgangsfrage war, in den letzten 60 Sekunden sozusagen. Wir werden eine ganz kritische und emotionale und auch wahrscheinlich unter der Gürtellinie geführte Diskussion bekommen. Das macht mir große Sorge. Ich teile die Auffassung von Graf Lambsdorff. Wichtig ist, die Realität, die Wahrheit darzustellen und daran zu arbeiten, kommunikativ zu arbeiten. Große Sorge in Sachen Europa macht mir, dass wir eine latente Ausländerfeindlichkeit haben. Die richtet sich gegen Ausländer im Inland, aber die richtet sich eben auch gegen die EU, weil die natürlich Auslandsfeindlichkeit qua Institution überwinden will. Und die wird sozusagen angestochen und die kann deutlich systemstabilisierend wirken und ich hoffe und ich glaube alle hier auf dem Podium müssen daran arbeiten, genau dagegen zu steuern. Das wäre meine Hoffnung für die Wahl. Es gibt einen schönen Spruch, der besagt, Sie können Ihre eigene Meinung haben, aber nicht Ihre eigenen Fakten und das gilt, glaube ich, für uns alle. Also auf einen spannenden Wahlkampf, der, glaube ich, jetzt schon mehr oder weniger begonnen hat und Ihnen an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Das war der Schwerpunkt Quo Vadis Europa. Vielen Dank Ihnen. Ihnen Dank.